Was sagen Sie dazu? Mein Name ist Rebecca Reinhardt, ich bin Philosophin, stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Hohe Luft und begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts der WBG, der größten deutschsprachigen Gemeinschaft für Wissen und Bildung. Ist heute eine ganz besondere Folge, ein Podcast-Special sozusagen, Wissenschaften im Dialog. Darum geht es heute und wir möchten Ihnen gerne heute einen kleinen Blick hinter die Kulissen der WBG geben. Ich habe dennoch auch heute einen sehr interessanten Gesprächspartner, einen Gast und ich begrüße ganz herzlich heute den Historiker, Autor und leitenden Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte der Welt, Sven Felix Kellerhoff. Hallo, Herr Kellerhoff. Hallo Frau Reinhardt, schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch und wir machen jetzt ja schon mal unter uns Wissenschaft im Dialog. Sie als Philosophin, ich als Historiker. Als größte deutschsprachige Gemeinschaft für Wissen und Bildung ist die WBG ja geradezu das Zuhause der Geisteswissenschaften. Die WBG fördert ja Publikationen renommierter Historiker, Archäologen, Philosophen, Theologen und sie leistet damit einen ganz, ganz wichtigen Beitrag, der selbstverständlich von den Geisteswissenschaften als Partner der WBG und von Autoren, die geisteswissenschaftliche Publikationen herausgebracht werden, sehr wohl und sehr stark geschätzt und gewürdigt wird. Wir wissen aber alle, die Welt hat sich stark verändert, die Gesellschaft hat sich stark verändert. Wie sieht es um die Bedeutung und die Relevanz der Geisteswissenschaften außerhalb von Academia aus? Das ist die Grundfrage, die sich die WBG gestellt hat, und sie hat im Zuge dieser Feststellung ein Exzellenzprojekt gestartet, ein experimentelles Projekt, das zunächst in der Pilotphase lief, nämlich den sogenannten WBG-Dialog. Ziel des WBG-Dialogs ist es, Bedeutung und Relevanz der Geisteswissenschaften für eine veränderte Welt klarzumachen, um einerseits öffentlichen Diskursen mehr begriffliche Schärfe, ja, mehr auch inhaltliche Qualität zu verleihen und zum anderen Inhalte zu generieren, inhaltliche Impulse, die man dann wieder in die Wissenschaften reinspielen kann, auch die allen Freunden des Wissens und der Bildung dient, die eben auch für die Mitglieder der WBG interessant sind, diese weiter zu diskutieren, ja, in weiteren Dialogen zu öffnen. Der WBG-Dialog ist ein Format, der als mehrjähriger Prozess angelegt ist und wo die Idee ist, nicht nur, dass sich Wissenschaften, dass sich Geisteswissenschaften untereinander stärker vernetzen, sondern dass es auch möglich wird, Gespräche zu führen zwischen Geisteswissenschaftlern einerseits und Angehörigen der Empirie, wie ich sagen möchte, also Menschen, die in einem im engeren Sinne praktischen Beruf in der Wirtschaft vor allen Dingen nachgehen, andererseits, ja, dass das möglich wird. Also die Vernetzung von Theorie und Praxis, von Tradition und Zukunft, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich hatte die schöne Aufgabe in der Pilotphase, gemeinsam mit der WBG Autoren aus den Geisteswissenschaften auszuwählen, einzuladen, da mitzumachen und aber auch eben Menschen zu finden aus praktischen Berufen, die genauso Lust haben und neugierig sind, wohin Geisteswissenschaften gehen in dieser Welt und die erkennen eben, wie wichtig es ist, dass wir jenseits, ja, einer gespalteten, einer zersplitterten Öffentlichkeit, dass wir wieder gemeinsame Dialogräume schaffen. Insgesamt haben wir von September bis November 2020 fünf Dialogrunden absolviert, Corona geschuldet, leider nur via Zoom. Und die erste Dialogrunde, mit der möchte ich direkt starten, das war die, wo nur Geisteswissenschaftler untereinander in ihrer jeweiligen Expertise sich ausgetauscht haben, eben über dieses Metathema, was ist die Bedeutung, was ist die Relevanz der Geisteswissenschaften heute? Herr Kellerhoff,
Wie sahen Sie Ihre Rolle als Protagonist im Dialog? Nun, grundsätzlich sehe ich mich als Public Historian, also als ein Mensch, der an der Schnittstelle zwischen Geschichtswissenschaft und Öffentlichkeit steht. Das mache ich in verschiedener Hinsicht als Geschichtsredakteur der Welt, das haben Sie angesprochen. Ich schreibe auch das ein oder andere Buch und ich war zu einer Zeit, als das noch ging, sehr intensiv mit Vorträgen in Deutschland unterwegs, zum Beispiel mit über 40 Vorträgen über ein Thema der Pogromnacht, vor allem in der Region, um die es dort ging, also immer morgens 1 bis 2 Schulvorträge und abends ein öffentlicher Vortrag. Das ist genau diese Schnittstellenfunktion, die ein Public Historian auch haben sollte. Es gibt andere Formen von Public Historians oder von Public History. Es machen Museen, es machen Gedenkstätten, es machen auch Filmemacher jeweils ihre eigene Form. Die ist ganz genauso wichtig. Ich möchte nicht sagen, dass meine Form des Geschichtsjournalismus die einzige oder die wichtigste wäre. Das wäre völlig falsch. Es ergänzt sich, es ist komplementär, aber es ist genau diese Schnittstellenfunktion. Ich arbeite einerseits in die Geschichtswissenschaft hinein als ganz normaler Historiker, der in Archive geht und Bücher schreibt, und andererseits versuche ich meine, aber auch die Ergebnisse anderer Kolleginnen und Kollegen an eine Öffentlichkeit zu bringen, sozusagen Interesse in der breiten Öffentlichkeit zu erzeugen. Ja, Sie haben schon gesagt, Herr Kellerhoff, Sie waren der Public Historian in den beiden Dialogrunden, an denen Sie teilgenommen haben. In der ersten, mit der wir eben starten, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte jetzt, waren außer Ihnen noch der Althistoriker Hans-Joachim Gerke beteiligt, der Theologe und Dogmatiker Michael Seewald und die Philosophin und Lyrikerin, ja, es ist eine Philosophin und Lyrikerin, Mara Daria Koyokaru. Was hat Sie, vielleicht können Sie das noch sagen, Herr Kellerhoff, an diesem Dialog speziell vielleicht überrascht oder was hat Sie vielleicht auch irritiert in dieser Runde? Irritiert würde ich nicht sagen, erfreut hat mich, dass Sie diese Runde so zusammenstellen konnten. Mit Herrn Gerke habe ich natürlich öfter Kontakt. Ich sehe ihn auf jedem Historikertag, ich sehe ihn auch zwischendurch gelegentlich. Aber Herr Seewald, den kannte ich persönlich noch nicht und Frau Koyokaru kannte ich auch noch nicht. Und es ist auf jeden Fall schon einmal ein Gewinn, dass wir miteinander ins Gespräch gekommen sind. Ich hoffe auch, dass über diesen Podcast und über die Fortsetzung dieses Projekts WBG Dialog noch verbreitert werden kann, denn wir haben ja gegenwärtig ein Defizit an Austausch, auch wenn das natürlich über Zoom nicht annähernd so erreichbar ist wie in den schönen Zeiten, als es noch persönliche Vorträge, persönliche Gespräche, Tagungen, Kongresse und so etwas gab. Aber das geht zurzeit nun mal nicht. Also da ist jede Klage nutzlos. Deshalb muss man sich mit dem abfinden, was wir machen können. Ich fand es sehr anregend, mich mit Menschen zu unterhalten, die ebenfalls einen geisteswissenschaftlichen Ansatz haben. Mein normaler Kommunikation läuft im Moment natürlich vor allem innerredaktionell und dann mit Menschen, die ich ganz konkret für Artikel anspreche. Das ist etwas anderes als die Art von intellektuellem Smalltalk, ja, der eben am Rande von Tagungen, Kongressen und so weiter stattfindet und der immer ein Gewinn ist, ja, der mitunter sogar wichtiger sein kann als konkrete Vorträge, weil man sehr gut merkt, wie, vor allem wenn es das nicht mehr möglich ist, wie dieser intellektuelle Austausch mit ganz verschiedenen Menschen eigene Ideen beflügelt, auch eigene vermeintliche Gewissheiten immer wieder in Frage stellt, wenn jemand mit einem guten Argument einen Satz, den man gerade eben selber gesagt hat, an dem man glaubte, einfach wegwischt und das Argument einfach gut ist. Ja. Das sind alles Dinge, die im Augenblick fehlen, aber wir werden uns durch diese verrückte Corona-Situation vielleicht bewusster darüber, denn das ist ja das absolut erste Mal in meiner Laufbahn, will ich gar nicht sagen, meiner Berufstätigkeit, dass ich mit so etwas konfrontiert werde. Ich mache das jetzt seit etwas über 25 Jahren und so eine Situation hatten wir natürlich noch nie. Ich finde das also gut, dass die WBG in dieser Situation so einen Dialog angestoßen hat. Denn wenn wir irgendwas voneinander lernen können, dann können wir das nur, indem wir voneinander und miteinander kommunizieren. Absolut. Wir haben in der ersten Dialogrunde zunächst mal sozusagen innergeisteswissenschaftlich uns sehr ausführlich darüber unterhalten, was Geisteswissenschaften überhaupt bedeuten,
gerade auch im Zusammenhang mit den Naturwissenschaften. Und die meisten oder so gut wie alle der Protagonisten waren eigentlich sehr dafür, da eine ganzheitliche Sichtweise heute zu sehen. Also Wissenschaften im Dialog heißt eben auch, dass Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften längst schon im Dialog befindlich sind, allein schon was die Methodik betrifft. Da sagte zum Beispiel Michael Seewald, die Naturwissenschaften haben die Geisteswissenschaften sehr geprägt, was das Streben nach Präzision betrifft. Nun ist es aber sicherlich so, ja, dass selbstverständlich die Geisteswissenschaften immer noch und gerade heute ganz bestimmte Alleinstellungsmerkmale haben, um das jetzt mal mit einem ökonomischen Terminus zu sagen. Herr Gerke, Althistoriker Hans-Joachim Gerke, wies zu Recht natürlich darauf hin, dass ja in dem englischen Begriff Humanities schon eben das Wort Mensch drinsteckt, dass also die Beschäftigung mit dem analogen Menschen eben das sei, was heute ja, die Geisteswissenschaften so besonders und so wertvoll macht. Ja? Die Möglichkeit, sagte Herr Gerke, auch andere und anderes zu verstehen, das ist für mich im Zentrum der Geisteswissenschaften. Und was sein spezielles Fach betrifft, eben die alte Geschichte, sprach Herr Gerke vom Transferpotenzial des Geschichtswissens, also speziell der historischen Konfliktforschung und der Kriege. Würden Sie, Herr Kellerhoff, aus Ihrer Sicht, der Sie ja auch Historiker sind, da vielleicht was ergänzen wollen? Vielleicht zunächst zu dem vorherigen Satz von Herrn, Ja. den Sie zitiert haben. Also in der Tat sind Geisteswissenschaften so etwas wie die essentiellen Reflexionen, die eine komplexe Gesellschaft braucht. Wir müssen uns ja klar werden darüber in unseren komplexen Gesellschaften, nur in Deutschland oder, wenn man es ganz groß anfassen möchte, auch gleich weltweit, wer wir sind, was wir sein wollen, wie wir miteinander zusammenleben wollen, die Maßstäbe, die wir dafür brauchen. Die kann uns eigentlich nur die Geisteswissenschaft liefern. Ich mache eine Parenthese für religiöse Menschen, ein Phänomen, das mich nicht betrifft, das ich aber durchaus bewundere, wenn Menschen wirklich aus ihrem Innersten heraus religiös sind. Ich bin es nicht. Mag es noch eine andere Sphäre geben, die solche Maßstäbe zur Verfügung stellen kann, für jedenfalls diejenigen Menschen, die damit, ich sag mal, nicht gesegnet sind, in Anführungszeichen, ist es vor allem die Geisteswissenschaft, die solche Maßstäbe zur Verfügung stellen kann. Es ist nicht zum Beispiel die Rechtswissenschaft, denn die Rechtswissenschaft ist nichts anderes als die Anwendung von Maßstäben. Man wird niemals mit rechtswissenschaftlichen Methoden feststellen können, was sein soll, sondern man wird nur feststellen können, wie kann das, was sein soll, umgesetzt, geschützt und gesichert werden. Aber der eigentlich dahinterstehende Punkt ist, wir müssen uns einig werden, jedenfalls in großen Teilen einer Gesellschaft, was wir wollen. Nun haben wir natürlich jede Menge Texte, die uns dabei helfen, aber das sind auch sehr oft, selbst wenn es Gesetze wie das Grundgesetz sein sollten, eigentlich eher geistwissenschaftliche Produkte, die dann in die Form von Gesetzen gegossen worden sind. Das gilt jedenfalls für das Grundgesetz. Da kommt wieder der Historiker bei mir durch von 1949. Wenn Sie sich anschauen, wie schön das Grundgesetz in den 146 Artikeln formuliert ist, die tatsächlich 1949 in Kraft gesetzt wurden, und wenn Sie sich dann anschauen, wie manche Artikel heute ausschauen, ich sage nur mal Artikel 23, der 7 oder 8 Seiten inzwischen umfasst, mit all den verschiedenen Unterkategorien, die da eingeführt worden sind, dann sieht man, dass da auch ein Verlust zustande gekommen ist. Da haben Geisteswissenschaften nicht hinreichend darauf hingewirkt, den Unterschied zwischen dem, was sein soll, was Geisteswissenschaften zu definieren haben, und der Umsetzung ins Recht zu beachten. Das ist im Grunde genommen ein Verlust, den Artikel 23 heute des Grundgesetzes versteht kein Mensch, der nicht mindestens ein zweites Staatsexamen hat in seinen Auswirkungen, in all den Problemen, die er anspricht, die er vielleicht auch ansprechen muss. Aber der Vorteil des Grundgesetzes ursprünglich war, dass dieses Grundgesetz jeder einigermaßen gebildete Mensch verstehen konnte und nachvollziehen konnte, was damit gemeint ist. Also wir haben da möglicherweise durch eine unzulässige Vermengung gewisse Verluste erlitten. Und ich glaube, dass die Geisteswissenschaften gut daran täten, wenn sie sich wieder bewusster darüber würden, dass sie eigentlich die Essenzwissenschaft, die Lehrwissenschaft, die Grundlagenforschung komplexer menschlicher Gesellschaften
sind. Das kann nicht Naturwissenschaft sein, denn die Naturwissenschaft beschäftigt sich mit der Natur und ihren Gesetzen. Das ist nicht das menschliche Wesen. Natürlich folgen wir auch irgendwo den Naturgesetzen als Menschen, das ist völlig klar. Aber wir sind eben mehr als rein biologisch funktionierende Elemente oder Wesen. Wir sind Menschen, die auch irrational handeln, die emotionsgesteuert handeln, die möglicherweise auch gegen ihre eigenen Interessen mitunter handeln. All das sind Phänomene, die Wissenschaften wie zum Beispiel Philosophie, Geschichtswissenschaft oder andere wichtige Geisteswissenschaften vielleicht nicht immer erklären, aber jedenfalls angehen können. Ja. Und zu dem, was Herr Gierke gesagt hat, kann ich vielleicht auch noch etwas sagen. Ja, natürlich, ich bezeichne die Geschichtswissenschaft, jetzt speziell die Geschichtswissenschaft, das ist mein hauptsächliches Arbeitsgebiet, ja, als die Erfahrungswissenschaft schlechthin. Erfahrungswissenschaft deshalb, weil wir natürlich lernen wollen, wir als Menschen. Und woraus können wir lernen, wenn nicht aus der Vergangenheit, nämlich aus den Erfolgen und vor allem aus den Fehlern, die wir und unsere Vorgänger in verschiedenen, vielen Generationen gemacht haben. Das ist die wesentliche Erkenntnisebene, die wir haben können. Und ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt nicht etwas sage, was Sie erbost, liebe Frau Reinhardt, wenn ich sage, meinem Empfinden nach beruht auch die Philosophie immer auf Erfahrungen, also immer auf historisch gewachsenen Erfahrungen. Sie macht dann eine andere Methodik. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn ich es jetzt mal ganz einfach, stark vereinfacht sage, dann ist die Philosophie im Prinzip eher induktiv und die Geschichtswissenschaft eher deduktiv von den Quellen her. Und Sie als Philosophin, Ihre Kolleginnen und Kollegen und Sie arbeiten eher induktiv. Das ist natürlich ganz, ganz grob gesagt, weil es auch in der Geschichtswissenschaft Theorie orientierter Arbeit gibt und auch Philosophen natürlich mit Quellen arbeiten. Aber wenn man das mal vereinfachen möchte, könnte man es vielleicht ansatzweise so formulieren. Die Geschichtswissenschaft ist für mich die Erfahrungswissenschaft. Wir lernen daraus, was andere Generationen für Fehler gemacht haben. Ich zeige das in meinen Schulvorträgen gerne, indem ich, gerade wenn es Kinder der unteren Klassen sind, mit denen ich arbeite, das geht bei der 9. Klasse los. 9., 10. Klasse sind für mich die unteren Klassen. Darunter macht das, was ich erzählen kann, keinen Sinn für die noch jüngeren Kinder. Dafür, das können sie einfach noch nicht nachvollziehen. Aber auch bei diesen Kindern zeige ich, bei diesen Schülern, bei diesen Jugendlichen, muss man ja sagen, 9., 10. Klasse sind ja keine Kinder mehr, zeige ich ein Bild von einem Kind, das auf einer heißen Herdplatte die Hand packt. Und dann lachen die Schülerinnen und Schüler natürlich und sagen, ah, das ist ja gar nicht mehr unser Niveau. Und dann leite ich sofort über zu einem inhaltlichen Bereich, Pogrom 1938, also Novemberpogrom 1938. Und dann verstehen sie, weshalb ich das gemacht habe. Da geht es nämlich um Kinder und Jugendliche, die genau das erlebt haben, die gesehen haben, dass sie auf die Herdplatte, die heiße, gelangt haben und sich verbrannt haben. Und dann ist das tatsächlich so, diese Einsicht, dass wir aus den Fehlern, auch aus den Erfolgen, aber vor allem aus den Fehlern der Vergangenheit, vor allem lernen, die ist, glaube ich, ganz fundamental. Absolut. Und ja, Sie haben schon gerade gesagt, die Schule, wenn es dann darum ging, in dem ersten Dialog zu eruieren, wo könnten Geisteswissenschaften tatsächlich ja ihre Bedeutung wirksam machen. Außerhalb der Universität ging es tatsächlich darum, eben verschiedene Orte zu diskutieren. Und die Schule fiel natürlich auch und wurde sehr heiß diskutiert als einer der wichtigsten Orte, weil es ja schließlich da schon darum geht, mündige Bürger sozusagen heranzuziehen, auch mittels, vor allen Dingen mittels geisteswissenschaftlicher Methodik und Instrumentarien. Es ging aber auch in der Dialogrunde 1 um die Öffentlichkeit, um die mediale Öffentlichkeit. Sie sagten, Herr Kellerhoff, in Bezug auf das Thema Geisteswissenschaften und mediale Öffentlichkeit, es sei wichtig, sich die Frage zu stellen, welches Publikum will man, was will man auslösen? Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Natürlich. Das Publikum, das ich erreichen kann, ist immer abhängig von dem Niveau meiner Ausführung, dass ich wähle. Nun kann ich für bestimmte Zusammenhänge mein Niveau selbstverständlich nicht beliebig nach unten schieben,
Aber dann muss ich mir klar sein, dass ich mit einer hochphilosophischen, auch wertvollen Darlegung, ich sage jetzt mal über Kant, einfach nur relativ wenige Menschen erreichen werde. Oder mit interessanten Auslegungen über Nietzsche oder über Schopenhauer. Das ist alles hochinteressant. Ich habe es alles in den 90er Jahren im Kolloquium an der Freien Universität mit Begeisterung gemacht. Aber es erreicht einfach nur relativ wenige Menschen. Und ich erkläre es meistens so, dass ich sage, stellt euch vor, es gibt sozusagen ein Produkt aus Größe des Publikums und Niveau. Und das hängt immer voneinander ab. Es wird immer ungefähr das Gleiche bei rauskommen am Ende. Aber die beiden Faktoren, die unterscheiden sich sehr stark. Je höher ich das Niveau ansetze, desto kleiner wird mein Publikum. Und je niedriger ich das Niveau ansetze, ohne es jetzt gleich ins Bodenlose fallen zu lassen, desto größer ist mein potenzielles Publikum. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich für ein Buch, das ich schreibe, das 1000 Seiten hat, ich weniger Leser finden werde, von Ausnahmen abgesehen, die Regel bestätigen, als für ein Buch, das 250 Seiten umfasst. Nun gibt es aber natürlich Themen, die man auf 250 Seiten nicht sinnvoll ausarbeiten kann. Und da muss man schweren Herzens sagen, es gibt tatsächlich Themen, die für eine breite Öffentlichkeit zumindest schwer oder auch gar nicht vermittelbar sind. Und dann muss man sich überlegen, ob man so ein Thema aufbrechen kann in verschiedene zugänglichere Unterkapitel aufspalten kann, ob man andere Möglichkeiten findet oder ob man tatsächlich sagt, mit diesem Themenkomplex wende ich mich dann eben nur an den Teil, den Fachteil des Publikums, der vielleicht selber Philosophie oder sonstige Geisteswissenschaften studiert hat. Das ist dann auch genauso in Ordnung, wie das andere zu machen. Man sollte nur nicht erwarten, dass man mit 1200 Seiten starken Büchern, die hochkomplex in der Sprache sind, hochkomplex in der Gedankenführung, unbedingt 150.000 Leser erreicht. Vielleicht erreicht man im besten Fall 150.000 Käufer, das gönne ich der wissenschaftlichen Buchgesellschaft bei jedem Buch, aber ich habe doch sehr große Zweifel, ob diese Bücher dann auch gelesen werden. Und das ist ja eigentlich das, was zumindest ich als Public Historian will. Bei uns werden Artikel nicht danach gemessen, Online-Artikel nicht danach gemessen, wie viele Menschen draufklicken, sondern sie werden daran gemessen, wie viele Menschen draufklicken und eine bestimmte Mindestzeit, die abhängig ist von der Länge des Artikels, darauf bleiben und scrollen. Mehr kann man nicht messen, ob die Menschen, man kann den Menschen nicht in die Köpfe hineinschauen, ob die Menschen die Inhalte, an denen sie vorbeiscrollen, dann auch aufnehmen. Das ist nicht festzustellen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie schon es lesen werden, denn sonst würden sie nicht runterscrollen. Also das ist das Kriterium. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen mit unseren Gedanken, die wir uns gemacht haben, von Menschen rezipiert werden. Ich will aber nicht, dass Menschen meine Meinung übernehmen. Darum geht es mir explizit nicht, sondern ich möchte sie anregen zum Selberdenken, gerne zum Widerspruch. Und ansonsten möchte ich sie natürlich über Dinge informieren, die sie bisher noch nicht wussten, die ich aber recherchieren konnte, weil ich das Privileg habe, dafür bezahlt zu werden, dass ich in Archive gehe, dass ich bezahlt werde dafür, dicke Bücher zu lesen, mit Wissenschaftlern zu sprechen und das, was sie sagen, in eine Form umzusetzen, die möglichst viele Menschen hoffentlich verstehen können. Also diese Elemente sind ganz wichtig. Man muss weggehen davon, dass mediale Vermittlung in irgendeiner Weise schlechter wäre als das, was Lehrstuhlinhaberinnen und Lehrstuhlinhaber machen. Und zum Glück ist auch bei sehr vielen dieser akademischen Historiker, dieser akademischen Geisteswissenschaftler, vielleicht sollte ich lieber sagen, dieser universitären Geisteswissenschaftler, das Bewusstsein inzwischen gewachsen dafür, dass es verschiedene Sphären sind und dass es genauso gut ist, seine Zeit mit Studenten zu investieren, wie eben sich an die Öffentlichkeit zu wenden oder dicke Bücher allein für die Kollegen zu schreiben. Alles sind legitime und wichtige Vorgehensweisen und die jeweilige Aufteilung, die muss jeder Kollege, jede Kollegin für sich selber feststellen, was ihm oder ihr eben angemessen erscheint. Dafür gibt es Wissenschaftsfreiheit. Da möchte ich auch gar nicht jetzt sagen, es muss 40-30-30 Prozent sein. Das wäre völlig unangemessen, so eine Forderung zu stellen. Das muss jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin mit dem eigenen
Gewissen, dem wissenschaftlichen Gewissen vereinbaren kann. Das ist allein die Sache des jeweiligen Wissenschaftlers. Und dann ist es auch gut. Dann gucken wir, dass möglichst viel dabei rauskommt und hoffen, dass möglichst viele Menschen etwas von den Gedanken haben, die sich da jemand eben nicht in seinem Elfenbeinturm, sondern in seinem Universitätsbüro macht. Ja, sehr schön, das auch mal so reflektiert zu kriegen. Wenn man sich allerdings natürlich die Öffentlichkeit anschaut, ja, diesen doch so zerschossenen Raum in so viele unterschiedliche Expertisen, die teilweise ein bisschen halbscharig sind, zerschossen seiend, dann ist es natürlich so, ja, darüber haben wir auch diskutiert in der ersten Dialogrunde, dass wir sehen, es werden Meinungen, es werden Positionen durcheinander gewürfelt, es wird nicht unterschieden zwischen Meinung und Position, es werden auch ganz bestimmte Standards von Objektivität, von fachwissenschaftlicher Wahrhaftigkeit nicht mehr erfüllt. Frau Koyokaro macht auch noch den schönen Punkt, dass eben vielfach auch die Unterscheidung zwischen Emotion und Vernunft vollkommen verwischt würde, ja, dass also emotionale Vorurteile, dass diese zu managen, dass es dafür Zeit brauche. Und wir haben natürlich keine Zeit in diesem medialen, digitalen Raum, in dem wir uns befinden. Deswegen würde ich gerne an alle Sie, die uns jetzt hier zuhören und zuschauen, kurz mal eine Frage rausspielen, die wir diskutiert haben in der ersten Dialogrunde. Und da, das ist eine Frage, die mit dem Kampf um Objektivität heute zu tun hat. Was zählen gute Gründe heute in der Öffentlichkeit? Sie finden diese Frage dann auch anschließend auf der WBG-Community-Plattform. Und ich fände es einfach schön, wenn Sie sich vielleicht Gedanken machen würden, wenn Sie weiter diskutieren, es weiter nach außen tragen. Was zählen gute Gründe heute in der Öffentlichkeit? Nach der ersten Dialogrunde im September haben wir noch 4 weitere Dialogrunden laufen lassen. Und das waren für mich persönlich auch besonders spannende, vielleicht die besonders spannenden, weil es da tatsächlich darum ging, jeweils einen Geisteswissenschaftler zu matchen, zu paaren mit einem Menschen eben aus der wilden Praxis. Und um das vorwegzunehmen, all diese Menschen, die dann in 2er-Dialogen aufeinander trafen, die ich auch moderiert habe, all diese Menschen aus der Praxis, also mit einem sozusagen rein empirischen Beruf, waren wirklich, das hat man gemerkt in all diesen Gesprächen, begierig danach, mehr von den Geisteswissenschaften nicht nur zu hören, sondern auch eben tatsächlich von ihnen zu profitieren, an ihrem Fachwissen teilhaben zu dürfen. Die eine der Protagonistinnen aus der Theorie-Praxis-Dialogrunden, wie ich sie nennen möchte, so schön sagte, wo seid ihr, Professoren? Dieser Ausruf kam von Martina Bruder. Sie war die Protagonistin in der 2. Dialogrunde. Martina Bruder ist auch studierte Germanistin, ist in ihrem Brotberuf Geschäftsführerin eines international operierenden Informationsdienstleisters, der Lösungen anbietet, unter anderem für die juristische Praxis. Und ich möchte gerne mal kurz zitieren daraus, was Martina Bruder im Dialog mit Michael Seewald, dem Theologen und Dogmatiker, über Status, Bedeutung, Relevanz der Geisteswissenschaften in ihrem Berufssegment gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, tatsächlich wird der Beruf des Geisteswissenschaftlers eben dort, ja, wo es viel natürlich auch um digitale Expertise geht, wenig verstanden. Für mich, sagte Martina Bruder, die immer geholt wird von großen Konzernen, wenn es um Veränderung geht, um Change geht. Für mich, sagte Martina Bruder, ist Veränderungsmanagement auch eine geisteswissenschaftliche Kompetenz. Eine geisteswissenschaftliche Kompetenz insofern, als es immer um den Umgang mit Brüchen geht. Für Martina Bruder, die Geschäftsführerin, sind Geisteswissenschaften immer ein verstehendes Einordnen, ein forschendes Nachdenken, ein Ringen um Exaktheit dort, wo es keine Exaktheit gibt. Das Schöne zwischen dem Dialog, zwischen dem Austausch zwischen Martina Bruder und Michael Seewald, Theologen und Dogmatiker, war, dass jenseits der Tatsache, dass beide natürlich in vollkommen unterschiedlichen professionellen Lebenswelten zu Hause sind, doch für beide
dieser zentrale Wert der Verantwortung so im Mittelpunkt stand, in ihrem Tun, in all dem, was sie tun und in all dem auch, ja, was sie nach außen bringen möchten, womit sie eben auch ihre Mitarbeiter infizieren möchten. Es wurde auch in diesem Dialog sehr stark diskutiert darum, wie Geisteswissenschaftler ihre Stimme in der Öffentlichkeit und auch an anderen Orten, zum Beispiel auch in Unternehmenskontexten, hörbarer und relevanter machen könnten. Da stellte Herr Seewald eine sehr interessante rhetorische Frage, die ich auch sehr gerne an Sie, die Sie uns hier zuschauen und zuhören, weitergeben möchte und wo ich Sie einladen möchte, die weiter zu diskutieren. Herr Seewald sagte nämlich, liegt der Rückgang an öffentlichen Intellektuellen aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich, liegt dieser Rückzug daran, dass Geisteswissenschaftler sich zurückziehen? Oder liegt es daran, dass sich die Rahmenbedingungen des öffentlichen Diskurses, der öffentlichen Debatten so sehr verändert haben? Damit sprechen wir ein bisschen das an, was Herr Kellerhoff auch vorhin sagte. Also die Frage wäre, liegt der Rückgang an öffentlichen Intellektuellen aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich daran, dass die Geisteswissenschaftler sich selbst zurückziehen? Oder liegt es daran, dass sich die Rahmenbedingungen von öffentlichen Debatten verändert haben? Dialogrunde 3. Und hier kommt Herr Kellerhoff wieder ins Spiel. Hier traf er nämlich auch an einen eher unwahrscheinlichen Dialogpartner, eine Dialogpartnerin, nämlich auf Stefanie Schorp. Stefanie Schorp ist ausgebildete Psychologin, sie ist Personalberaterin, also auf Neudeutsch Headhunterin. Und auch hier ging es darum, wie werden Geisteswissenschaften wahrgenommen, wie nimmt speziell Frau Schorp die Bedeutung der Geisteswissenschaften wahr, in ihrem Team als Personalberaterin. Und da sagte sie, aus ihrer Sicht gibt es heute, ja, auch in dieser ja immer komplexer werdenden Wirtschaftswelt, nicht mehr nur eine Disziplin, die die Lösung hat. Interdisziplinarität sei vielmehr gefragt. Frau Schorp sagte, ich möchte an einem Tisch sitzen mit einem Philosophen, einem Historiker, einem Biologen, einem Mediziner, einem Biologen. Denn wir brauchen dringend diverse Perspektiven. Geisteswissenschaften sind hierbei essentiell. Wir brauchen sie dringend als Gegenpol. Als ein Gegenpol möchte ich ergänzen, eben zu diesem doch eher zweckrationalistisch verkürzten Begriff von Effizienz, von Effektivität, der selbstverständlich in einem Beruf wie dem Ihren sehr vorherrschend ist. Herr Kellerhoff, im Gespräch, im Dialog mit Frau Schorp sagten Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch, dass es entscheidend sei, dass wenn wir die Disziplin jetzt auch der Historiker betrachten, dass es entscheidend sei, aus der Zeitgeschichte Maßstäbe zu gewinnen für die Gegenwart. Und zwar, damit es möglichst vielen Menschen besser geht. Was genau haben Sie damit gemeint? Und ich meine damit, dass wir natürlich als Gesellschaft schon das Ziel haben sollten, dass es einer zu definierenden Gruppe von Menschen besser geht. Wir wollen nicht, dass es Menschen schlechter geht. Wir müssen dann natürlich unterschiedliche Ansätze wählen, ob wir uns jetzt um Deutschland kümmern, um Europa, um die ganze Welt. Dann sind unterschiedliche Fragen zu stellen und unterschiedliche Antworten zu erarbeiten. Aber grundsätzlich gilt, dass es natürlich besser ist, mit kleinen Stellschrauben an dem, was wir auffinden, zu arbeiten, statt mit Ideologien, mit Utopien voranzugehen, Revolutionen zu fordern. Das ist zwar intellektuell durchaus spannend, philosophisch auch durchaus spannend, hat aber eigentlich fast immer in Diktaturen oder in Bürgerkrieg geführt, wenn der ganz große Wurf versucht wurde. Und ich glaube, dass es dem Menschen angemessener ist, dem Menschen als sozialem Wesen angemessener ist, wenn wir tatsächlich versuchen, es mit kleineren Stellschrauben zu machen. Und dann hilft uns die Zeitgeschichte natürlich, weil die Zeitgeschichte reflektiert, was ist in vergangenen Jahren, Jahrzehnten gut gelaufen und was ist in vergangenen Jahren, Jahrzehnten schlecht gelaufen. Woran müssen wir also zuerst drehen und wie weit dürfen wir drehen? Wo sind dann eventuell
Folgen des Drehens, die wieder ins Gegenteil umschlagen können. Natürlich kann das die Geschichtswissenschaft nicht allein, die Zeitgeschichte, aber sie liefert einen Beitrag. Ja, völlig richtig. Frau Schorp, die Psychologin und Personalberaterin, sagte auch im Gespräch mit Ihnen, wenn sie die Gesellschaft als Ganze betrachte, dann fehle es ihr deutlich an zwei bestimmten Tugenden, und zwar an Demut und an Neugier. Und sie sagte auch, ihr fehle das Experimentelle, das Spielerische. Was würden Sie sagen, Herr Kellerhoff, inwieweit könnte gerade vielleicht auch die geisteswissenschaftliche Expertise dazu beitragen, dieses Spielerische in die Gesellschaft zu tragen? Also wäre das überhaupt sinnvoll? Also ich würde da differenzieren. Bei Neugier und Demut bin ich sofort bei Frau Schau. Beim Spielerischen, beim Experimentellen, da bin ich eher, würde ich das eher in der Kunst ansiedeln. In der Literatur, in allen freien Künsten, die ja auch enorm wichtig sind, um Perspektiven zu erarbeiten. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen. Aber natürlich, Kunst ist nicht Wissenschaft. Kunst richtet sich an Emotionen, nicht an Ratio. Es ist etwas völlig anderes. Es ist aber trotzdem wichtig, legitim und hat seine große Bedeutung. Auch natürlich in diesem Dialog, den die BBG hier angestoßen hat. Also ich würde das Experimentelle, das Spielerische weniger bei den Wissenschaften, gar den Geisteswissenschaften sehen, die ja eben doch immer zurückgreifen müssen auf eine Methodik, die nach Möglichkeit Ergebnisse reproduzierbar macht. Das ist eine Grundvoraussetzung. Andere Menschen müssen meine Argumentation nachvollziehen können, indem sie sich das anschauen, worauf meine Argumentation fußt. Ein Künstler, der die Emotion anspricht, legt ja damit die Ergebnisse offen, aber nicht den Weg, auf dem er dorthin gekommen ist. Und das ist ein ganz anderer Gewinn, der aber mit wissenschaftlicher Methodik nichts zu tun hat und nichts zu tun haben kann. Ja, absolut. Also weil Sie sagen eben, das Spielerische ist eher doch in der Kunst zu verorten, in der Literatur. Tatsächlich sind wir dann fast schon auch bei Dialogrunde 4, in der sich zwei sehr interessante Persönlichkeiten auch ausgetauscht haben, wie ich finde, zwei Damen, nämlich die Philosophin und Lyrikerin Mara Daria Koyokaru und Lynn Born. Lynn Born ist eigentlich Pharmazeutin, ist aber sozusagen in ihrer ja, halb beruflich, halb privaten Passion Kunstsammlerin, Kunstförderin auch. Und im Dialog zwischen Mara Daria Koyokaru und Lynn Born ging es darum, welchen Wert Kunst, welchen Wert Kreativität tatsächlich hat heute, ja, für die Gesellschaft als Ganzes. Also man ist sozusagen ein bisschen abgekommen dann auch von der Leitfrage, was Bedeutung und Relevanz der Geisteswissenschaften betraf, was ja auch gut und richtig ist, ja. Das sind ja auch spontane Dialoge, sollen es ja auch sein, selbst wenn natürlich Zoom zu einer gewissen Disziplinierung immer zwingt, ja, was die Abfolge der Fragen betrifft. Aber das Schöne eben war, dass beide, die Philosophin und die Kunstsammlerin und Förderin sagten, Kreativität, sowohl in dem kontemplativen Aspekt wie eben auch in dem ja autotelisch selbsterzeugenden Aspekt des Schreibens zum Beispiel, sei Kunst absolut etwas Rettendes. Kunst sei auch ein wichtiger Faktor, um Selbstwirksamkeit zu erfahren. Vielleicht möchte ich noch aus Dialogrunde 4 gerne zitieren, was Lynn Born, die ausgebildete Pharmazeutin und Kunstsammlerin, sagte, generell über Geisteswissenschaften aus ihrer Sicht. Sie sagte in einer etwas provokanten Formulierung, ohne Geisteswissenschaften würde die Gesellschaft nicht existieren. Essentiell sind die Fragen, woher komme ich? In welchem Wertesystem bewege ich mich? Welche Entwicklungen sehe ich? Ohne Geisteswissenschaften, sagte Lynn Born, würde die Gesellschaft nicht existieren. Für mich schwingen da auch so ein bisschen diese Fragen nach Genese und Geltung mit. Also fand ich einen sehr spannenden, interessanten Aspekt auch. Zeit zu haben, um den Gedanken nachzuhängen, zum Beispiel ja, über solche Aussagen, sagte Frau Koyokaru.
Das ist das, was wir uns bewahren müssen in dieser schnelllebigen Zeit, ja, auch und gerade was eben Orte außerhalb der Akademie betrifft, wie zum Beispiel die Schule, wo man ja es nur mit einer Wand aus Stoff zu tun habe, so Coyo Caro, die jegliche Kreativität, auch jegliches Künstlerische schon im Keim ersticke. Die letzte Dialogrunde, die ich geführt habe, war wiederum mit Hans-Joachim Gerke. Da gibt es übrigens auch für die, die Lust haben, nochmal reinzuhören, eine Podcast-Folge mit ihm. Lustigerweise auch aus der Frühzeit dieses Podcasts. Das ist Folge 3, wenn sie es nochmal nachhören möchte. In der Dialogrunde 5 traf Hans-Joachim Gerke auf einen Mediziner, nämlich auf André T. Nemat. Er ist Mediziner, der 15 Jahre lang in Chefarztpositionen gearbeitet hat und der sich seit langer Zeit schon mit der digitalen Transformation im Gesundheitsbereich befasst. Das Spannende an diesem Dialog war auch hier wieder, wie viele Überschneidungen, wie viele Schnittpunkte es gab. Beide, Herr Gerke und Herr Nemat, sahen eben natürlich ganz klar da den Menschen im Zentrum ihrer Profession. Ja, der Mensch bei Herrn Nemat natürlich als Patient, als Patient, als eines ja, verletzlichen, bedürftigen Menschen, der immer nach Erklärungen sucht, der ja, nach Erklärungen, die aber auch oft ein Arzt, ja, genauso wie ein wenig wie ein Geisteswissenschaftler diesen Menschen dann geben kann. Ja. Kurzer Auszug aus dem Dialog. Nemat, Patient fragt, warum ist das Leben endlich? Warum sterbe ich? Warum werde ich krank? Arzt, ja, schweigt, kann dazu nichts sagen. Herr Gerke sagte daraufhin, wir müssen uns damit abfinden, dass es Geheimnisse gibt. Fand ich sehr schön, eben auch aus geisteswissenschaftlicher Sicht gesprochen. Herr Nemat, jeder, der versucht zu verstehen, erkennt irgendwann, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber natürlich wissen wir alle schon immerhin eine ganze Menge, die wir schon ein bisschen auf der Welt sind, die wir uns für Wissen und Bildung und Wissenschaften im Dialog interessieren. Und eine unserer Erkenntnisse ist, dass wir uns nicht nur im Zeitalter der Digitalisierung befinden, sondern geradezu ja auch einen Zustand der Digitalität erreicht haben, wie Herr Nemat es formuliert haben, der nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und gerade deswegen wäre es eben so wichtig, meinten Gerke und Nemat in Dialogrunde 5, sich als Gesellschaft insgesamt und auch in der Öffentlichkeit neu wieder darüber zu verständigen, in welcher Welt wollen wir leben? Was bedeutet das, der Zustand der Digitalität für die Zukunft unserer Autonomie und unserer Humanität? Gilt das Prinzip Hoffnung? Auch das ist eine Frage, die ich gerne an Sie, die Sie uns jetzt hier zuhören und zuschauen, weitergeben möchte. Was wird aus unserer Autonomie und aus unserer Humanität in dieser digitalen Gesellschaft, in der alles möglich scheint, bis hin zum Transhumanismus? Gilt das Prinzip Hoffnung? Der WBG-Dialog hat die Pilotphase abgeschlossen und geht in die nächsten Runden und wird sicherlich jetzt auch vermehrt an die Öffentlichkeit kommen. Wir werden Sie natürlich alle auf den Laufenden halten, wie es weitergeht. Wenn wir einen kurzen Ausblick zusammen machen wollen, Herr Kellerhoff, Ziel ist es ja, zentrale Fragen unserer Zeit auf eine Weise zu stellen, die den Dialog ermöglicht, die es auch ermöglicht, einen Dialog zu haben von nicht immer nur den üblichen Verdächtigen, sozusagen den Experten, die man kennt von vielen Medien, sondern die es wirklich ermöglicht, ja, unwahrscheinliche Kombinationen zu generieren, um eben dann auch neue Perspektiven auf die wichtigen Fragen unserer Zeit zu kriegen und auch auf die Frage, was Geisteswissenschaften heute wert sind. Was wäre für Sie, Herr Kellerhoff, vielleicht eine unwahrscheinliche Kombination an Dialogen, die aber vielleicht durchaus auch lohnend wäre? Was können Sie sich da vorstellen?
Ganz spontan würde ich sagen, mit Ingenieurwissenschaftlern, also mit Leuten, denen es darum geht, Dinge zum Laufen zu bringen, die nicht danach fragen, wie Geisteswissenschaftler das tun, was ist der tiefere Sinn einer Sache, sondern die sich eine Situation anschauen und fragen, wie kriege ich das, was ich kann, mit technischen Methoden in die Richtung. Das ist bei vielen Fragen das heute entscheidend. Da geht es in der Klimafrage darum, da geht es in vielen anderen Fragen darum. Und deshalb finde ich es sehr interessant, wenn wir auch da eine Interdisziplinarität hinbekämen. Ja, völlig richtig. Herr Kellhoff, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Ihnen und allen anderen Protagonisten, die jetzt nicht hier anwesend sind in unserem virtuellen Raum, fürs Mitmachen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in insgesamt 5 Dialogrunden, immerhin 2 Stunden, ja, Gedanken auszutauschen, Ideen zu teilen, zu streiten, aber auch viele Gemeinsamkeiten zu finden. Ich möchte Sie, Herr Kellerhoff, wie alle meine Gäste am Schluss aber auch noch fragen, ob Sie denn eine Sachbuchempfehlung haben für alle Freunde des Wissens und der Bildung, für die Mitglieder der WBG. Ja, ich würde das schon sagen und ich muss kurz wegen der Namen auf meinen Zettel gucken, weil die nicht im Kopf habe. Das Buch ist auch gerade nicht da. Aber ich fand sehr schön das Buch, weil Bücher unsere Welt verändern, von Andreas von Arnaud und Christian Klein. Das ist ein Buch, in dem die beiden insgesamt 99 verschiedene Titel darstellen, die im Wesentlichen das deutsche Geistesleben, aber auch das deutsche Selbstbewusstsein geprägt haben. Das geht von der Ilias bis zu Harry Potter. Natürlich hat jeder von uns verschiedene Teile dieser Bücher wahrgenommen, gelesen, reingelesen zumindest, aber mit Sicherheit gibt es nur sehr wenige Menschen, die das bei allen Büchern getan haben, die da vorgestellt werden. Und wir haben auch nicht unbedingt die Zeit, immer alle Bücher zu lesen. Wir müssen andere Dinge lesen. Und da fand ich das ausgesprochen hilfreich, weiterführend, anregend. Kurze Kapitel, 3, maximal 4 Seiten, wenn ich mich richtig entsinne, über einzelne Bücher, die ich auch trotzdem nicht alle werde lesen können, aber von denen ich jetzt einen Eindruck gewonnen habe und mich bereichert gefühlt habe, dadurch, dass ich diesen Eindruck gewonnen habe. Wunderbar. Vielen Dank. In der nächsten Folge geht es ganz regulär weiter. Sie können natürlich alle Bücher aus allen Folgen jederzeit im WBG-Shop bestellen. Sie können, falls Sie noch nicht Mitglied sind der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, auch das Buch vielleicht Ihrer Lieblingsfolge als Geschenk bestellen, sich schicken lassen. Ich freue mich jedenfalls, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind, wenn Sie mitdiskutieren, wenn Sie mal auf die Community-Plattform schauen und die Fragen, die wir jetzt hier rausgegeben haben, weitertragen möchten, weiter diskutieren möchten. Was sagen Sie dazu?